Aber das hast du oft. Das sind Sesselpuper, sag ich mal. Ne? Ich habe mich ja früher keine Angst, ich puste dir das nicht ins. Ja. Als Gitarrist hat man irgendwann den Wunsch, sein eigenes Trauminstrument herzustellen. Irgendwann hat man halt eine fixe Idee und nimmt andere Gegenstände. Bei mir hat es angefangen mit einer Weinkiste. Und dann bin ich irgendwann zu Cigarbox-Guitars gekommen. Großen Wert darauf, dass ich regional bleibe. Ne? Und dann hier den Seitenhersteller. Ne, ja, ich bin Blueser und da spielt man halt Gitarren auch aus Metall, mit also einem Resonanzkörper aus Metall. Und irgendwann ist mir ein Kanister in die Hand gekommen. Von der NVA, ne? Ja. Baut das aufeinander auf und ich nehme mittlerweile alle möglichen Gegenstände, habe auch so in der Szene den Ruf, dass ich aus allem Möglichen was baue. Und da habe ich auch so ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, weil ich wirklich vor nichts zurückschrecke. Egal ob Fahrräder, Kanister oder was auch immer. Viele meiner Kunden, Bekannten sagen halt, die Benzinkanister-Gitarren würden perfekt zu Rammstein passen, aber da einen Kontakt herzustellen, das ist schon schwieriger. Ich benutze halt recyceltes Holz. Also die Eiche, die ich verarbeite, stammt überwiegend aus Scheunen oder aus Abriss- und Umbauarbeiten. Aber da machen wir mal eben, glaube ich, ein paar Bildchen. Wenn die Stämme zu groß sind, dann gehe ich zu einem Bekannten, der ein Sägewerk hat und lasse mir die in Scheiben schneiden, sodass ich sie weiterverarbeiten kann. Guck an, hier ist die Handbremse noch. War man Dekabinunder. Und? Ja. Aber es hat halt auch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Boah, ist halt ein Wahnsinn Zaun, wenn du jetzt hörst, ne? Wenn ich jetzt den kann.